zu meinem Video über das Geschrei bei der Pegida hat also ein Kommentator sich erregt. Es handelt sich um Kinder. Und ich sehe da also nur auf den Videos, die ich kenne, Halbwüchsige, also keine Kinder, sondern Menschen, die nach dem Islam so in etwa in heiratsfähigem Alter sind. Und dazu gleich eine Information an diesen Kinderfreund. Die meisten Mädchen sterben durch Vergewaltigung in der Ehe, also wenn sie mit 8, 9 Jahren verheiratet werden in Afghanistan. Und aus Afghanistan kommt ja nun eine große Welle von kulturellen Bereicherern zu uns. Die bringen diese Kultur mit. Und da hat der Herr dann ja bei der Verteidigung der deutschen Kinder einiges zu tun. Ich bin sicher, da werden auch Kinder geraubt werden. Es ist ja schon verschwunden, ein gewisser Elias aus Potsdam. Natürlich gibt es viele wunderbare Menschen unter diesen Afghanen, aber es gibt eben auch einige mit gewissen rückständigen Vorstellungen. Und mit diesen rückständigen Vorstellungen dürfen wir uns dann hier auseinandersetzen. Das hat ja längst angefangen. In den Flüchtlingsheimen müssen die Christen geschützt werden vor den muslimischen Flüchtlingen. Das ist ja hochinteressant. Die flüchten in ein christliches Land. Das ist ihnen ja nicht unbekannt. Selbst wenn sie Analphabeten sind, müssten sie das so ein bisschen mitbekommen haben. In diesem christlichen Land neigen sie dazu, christliche Asylbewerber zu erschlagen. So sehen es jedenfalls christliche Flüchtlinge aus dem Irak. Und im Iran können sie alles in der Zeitung lesen. Die sind jetzt in der Kirchenasyl. Und schon wenn da jemand in diesem Flüchtlingsheim nicht den richtigen Islamglauben hat, die haben ja also eine große Anzahl davon, das ist ja das Problem, dann ist er also ein Kuffar, ein Ungläubiger. Ich weiß gar nicht, wie die also uns sehen würden als Christen. Wir sind Leute, denen man also normalerweise den Kopf abhackt nach deren Vorstellungen. Wenn die schon jemanden als Kuffar bezeichnen, der also nicht vor Sonnenaufgangs ist, ja, sondern womöglich nach Sonnenaufgang, das ist also schwerwiegender Verstoß nach deren religiösen Vorstellungen. Und da wird ja schon verprügelt. Herzlichen Glückwunsch. Das sind diese Leute. Und dann gibt es eben Berichte auch von Betreuern aus Gefängnissen, in denen solche Leute einsitzen, die dann also zu Intensivstraftätern werden. Es sind nur ganz wenige Ausnahmen natürlich. Aber er sagt, es ist völlig hoffnungslos. Diese werden sich nie integrieren. Das sagen Fachleute, die sehr viel zu tun auf dem, haben auf dem Bereich. Und es gibt zahllose Äußerungen, gerade von Leuten, die in dieser Flüchtlingsfrage und Asylbewerberfrage seit vielen Jahren tätig sind. Und diese Berichte sind nun mal erschütternd. Es gibt auch Berichte aus diesen Asylbewerber- oder Flüchtlingsheimen, dass sich die Frauen nachts nicht mehr auf die Toilette trauen, weil sie da auf dem langen Gang dorthin dann vergewaltigt werden. Und das dürfte für Kinder ebenso sein. Und da gibt es also eine Menge zu tun für unseren Kinderfreund. Ich würde sagen, in erster Linie verhindern, dass diese Leute in Situationen kommen, bei denen sie vergewaltigt werden können. Das passiert schon auf der Flucht. Massenweise Vergewaltigung. Da sind Frauen, die also bisher in Armut gelebt haben und Kinder. Und die dann sich auf den Weg machen durch diese völlig unverantwortliche Lockrufe unserer Frau Merkel, die ja wohl von allen guten Geistern verlassen ist mittlerweile. Und da werden die eben dann vergewaltigt. Und das ist nie wieder gut zu machen. Und das ist Merkels Schuld. Und Merkel hat da mitgewirkt, denn sie wusste das, oder wenn sie das nicht weiß, ist es schwachsinnig. Das glauben wir ja nun alle nicht. Es ist Merkel, die faktisch im Mittelmeer herumschwimmt und Leute unter Wasser drückt.
Ja, es ist Merkel, die Hand anlegt an Frauen und die hilft, die Beine breit zu machen, damit die vergewaltigt werden können. Das ist Merkel, nicht? Die hat die Verantwortung. Wenn sie die nicht tragen kann, soll sie sich um ein solches Amt nicht bewerben. Sie ist dem nicht gewachsen, aber die Erkenntnis ist offenbar in ihrem Hirn noch nicht gereift. Die Gebräuche in den Ländern unterscheiden sich. Aus China wird der schöne Brauch bekannt, wenn man jemanden aus Versehen überfahren hat, ein Kind oder ein Erwachsener, dann rollen die Leute rückwärts zurück und überfahren ihn mehrfach, sodass er wirklich tot ist, weil sich der Fahrer finanziell besser steht. Wenn er wirklich tot ist, wird er sonst lebenslang Rente zahlen muss. Und es ist preiswerter, den also richtig tot zu fahren. Und das hat also entsprechende Ausmaße angenommen, sodass jetzt das Zurücksetzen nach einem Unfall verboten werden musste. Ich weiß nicht, ob sowas also nur durch das soziale Umfeld erklärbar ist. Ich will mich da auch nicht einmischen, wie in dem auch sei. Demnächst werden ja sicher Asylbewerber auch aus China zu uns kommen. Es gibt in anderen Ländern, aus denen dann auch Asylbewerber zu uns kommen werden, die werden ja aus der ganzen Welt kommen. Und da werden also Kindern, wird das Gehirn so gequetscht, dass die schwachsinnig werden, da können sie besser betteln. Das sind Bräuche und wenn die dann als Asylbewerber hierher kommen, da kommt dann auf unsere Sozialarbeit einiges zu. Die historische Aufgabe von Deutschland in dieser Zeit war es, nachzuweisen, dass eine Gesellschaft mit sinkender Kinderzahl prosperieren kann. Das war ein Beispiel, nicht diese dämliche Energiewende, sondern das war das Beispiel, was wir der Welt zeigen mussten. Man muss nicht wie wild, wie die Karnickel Kinder zeugen, damit es Wohlstand gibt. Da diesen Irrtum werden einige Staaten auch noch bitter bezahlen müssen. Denn wir laufen auf eine Zeit der Robotisierung zu, bei der einfache Tätigkeiten durch Roboter billiger und besser erledigt werden können als durch Hilfsarbeiter. Und das wird ein gnadenloser Kampf sein. Hier war es wichtig, dass Deutschland zeigt, wir brauchen nicht mehr Kinder, um reich zu bleiben, sondern es geht sogar besser mit sinkender Bevölkerungszahl. Natürlich wäre das schwierig. Wir hätten leerstehende Wohnungen, aber dem steht ja gegenüber, dass der Deutsche sowieso immer mehr Wohnraum für sich beansprucht. Der Anspruch wird also auch gleichzeitig größer und die ländlichen Bezirke entvölkern sich so oder so. Das hat mit der Bevölkerungszahl wenig zu tun. Auch die Flüchtlinge wollen ja alle in der Großstadt wohnen und nicht irgendwo abgeschieden auf dem Dorf. Im Fokus stand heute noch ganz groß Überschrift, die CDU fängt an zu revoltieren dagegen Merkel und eine beispiellose politische Fehlleistung von Merkel stand ja schon auch vor einer Woche schon in der Zeitung, ist schon wieder weg die Überschrift, aber es rumort auch in der CDU, die begreifen, was da also vorgefallen ist, sind natürlich in einer schwierigen Situation, jetzt Merkel einfach abschießen, das kostet dann womöglich die nächste Wahl. Das ist also die Situation, in der sich Deutschland befindet. Deutschland hat die historische Aufgabe, jetzt hat es versemmelt und da ist Merkel schuld und nur Merkel und nur Merkel. Ohne Kunst kann der Mensch höchstens vegetieren, aber nicht wirklich leben. Nietzsche sagt, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das gilt natürlich auch für alle anderen Künste. Dieses Bild zeigt hier einen Mann mit Wolfskopf, Knobelbechern, und der liegt auf dieser Frau, er lastet auf dieser Frau, und das ist also verbürgt, das sagt die Malerin selbst. Hier sieht man das Herz, das ist schwer verwundet, also aufgeklappt. Und hier etwas sehr Unanständiges hinter den Blutfäden, will ich gar nicht in den Mund nehmen. Hier sieht man ein weiteres, verdreht um 90 Grad, einen weiteren Kopf, hier die Augen und hier der Mund.
müsste ein offener Mund ja eigentlich dunkel sein. Das ist von Hemmer aber das Zeichen, dass jemand schreien will und nicht kann. Und das denke ich mir also nicht nur aus. Ich zeige hier mal ein anderes Bild. Da sehen Sie es auch. Die schreit, platzt fast, will schreien, kann nicht schreien und das, sie platzt fast vor Emotionen. Nebenbei gesagt, zufälligerweise es hat dieser Fuß hier unten die Form einer Palette. Das ist also ein Selbstbildnis der Malerin, das ist hier übrigens gar nicht aufgefallen. Sie malt sowieso völlig unbewusst.